Ich halte hier in meiner Hand ein kleines Büchlein von ungefähr 100 Seiten. Das heißt Der Hungermarsch. Dieses Buch kann man nicht im Handel kaufen. Es ist ein Buch, was dein Vater, Friedrich Kral, geschrieben hat. Ja. Das sind die Erinnerungen an die Zeit nach dem Bauernhof, also die schreckliche Zeit, die danach Genau. gekommen ist. Seine Erlebnisse im KZ, der Weg wieder zurück. Wir werden gleich darauf zurückkommen. Ich würde gerne mal ein kurzes Zitat mal einfach darauf vorlesen, dass die Leute so eine Vorstellung davon haben, was da drin steht. Ich habe mir willkürlich jetzt einfach mal eine Seite Ja. aufgeschlagen. 17. Dezember 43. Es ist Abend. Unser Zug wird wiederholt verschoben und hält. Wir schauen aus den kleinen Fenstern des Viehwaggons, sehen einen taghellen, von Scheinwerfern erleuchteten Komplex und wissen, wo wir sind, im Konzentrationslager. Die Türen werden aufgerissen, SS brüllt, alles heraus, Gepäck liegen lassen, Gepäck wird zugestellt und schon fallen die ersten Schläge. Die Leute werden auf roheste Art herausgestoßen. Es gelingt mir, meinen Brotbeutel zu retten, nehme mich meines Hilfsbefohlenen an und wir landen auf einem Lastauto. Wir entgegen der berüchtigten Selektion auf der Bahnrampe und werden in das sogenannte Familienlager, Vernichtungslager Birkenau B2B geführt. Wir werden ungefähr 500 in einer Baracke eingesperrt und erfahren, wo wir sind. Man nimmt uns Wertsachen, Füllfedern ab. Es kommen Juden, die schon im September ankamen und betteln um Essen, Kleider, Schuhe. Sie machen uns aufmerksam, dass man uns alles wegnimmt. Wir möchten ihnen unsere noch guten Stiefel gegen Holzschuhe umtauschen, damit diese Sachen wenigstens Glaubensgenossen erhalten bleiben. Ich gebe meine Reitstiefel, meinen Winterrock, Wollwesten, Handschuhe und auch Essware ab und ersuche diese Judenburschen, sie möchten mir nach der Rückkehr von der Sauna wenigstens einen Teil retournieren. Ich sah von diesen Sachen niemals etwas wieder. Wann habt ihr das erste Mal von all diesen Geschichten dann gehört? Das erste Mal war, als Papa zurückgekommen ist. Am 10. Mai 1945, früh um 5 Uhr, klingelte es. Und wir waren eigentlich sehr besorgt, dass das, weil deutsche Soldaten haben immer wieder noch nach um 45 noch tschechische Häuser überfallen und die Frauen vergewaltigt und einfach ausgeraubt. Und da waren wir sehr besorgt mit meiner Mama. Das war zwar schon nach der Revolution, im Anführungszeichen der Prager Revolution, aber als wir die Tür öffneten, hörten wir schon unten die Stimmen des Hausmeisters und unter anderem die Stimme meines Vaters, der dann die Treppe hochgekommen ist und mit seinen 35 Kilo vor unserer Wohnungstür stand. 35 Kilo. Ja, er war wirklich nur Haut, Knochen und Haut oder Haut und Knochen, wie man so schön sagt. Und da stand er. Meine Mutter hat eines immer gesagt, das muss ich ihm vorab sagen. Meine Mama hat mir immer gesagt, merk dir eines, Eva, wenn niemand zurück aus dem KZ zurückkommt, Papa kommt zurück.